Vorsicht, gefährlich. Aber für wen? Der Fliegenpilz gleich Augenöffner? Mythos zur Verhinderung deiner Gesundheit und Weisheit. Räumen wir ein bisschen auf mit dem weit verbreiteten Ammenmärchen, der Fliegenpilz sei hochgiftig und so gefährlich. Siehe dazu auch bereits unser Beitrag am 4. Februar 2019 zur Donauzivilisation. Zitat des heiligen Sephaim von Saro, 1759 bis 1833. Greife angstfrei nach den Pilzen, wo sie Schnaken und Mücken hinsetzen. Ist die Frucht, welche ein Wurm berührt. Und dies gleich vorweg, auch zur Haftungsvermeidung. Fliegenpilze, Muskimol, Muskarin und die Botensäure fallen nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Allerdings fällt wohl eine Verarbeitung oder der Verkauf zum Zweck einer Rauschanwendung unter das Arzneimittelgesetz. Hinweis: Weder das Sammeln noch das Konsumieren des Fliegenpilzes ist illegal. Meine Herbsttätigkeit sind unter anderem ausgedehnte Spaziergänge, bewaffnet mit Messer und Stofftasche. Eine Art Schatzsuche nach der roten Frucht der Gesundheit und Erkenntnis. Glücksgefühle und große Freude, so mir dann die Königskinder begegnen, die mich geradezu anlächeln und flüstern, pflück mich, berühr mich, gib mir so deine Information, damit ich genau bei deinem Problem helfen kann. Pilze sind unglaublich vielfältige und spannende Lebewesen. Sie gehören weder zu der Spezies der Pflanzen noch zu denen der Tiere. Vielmehr bilden sie innerhalb der biologischen Klassifikation ein eigenes Reich. Sie sind wie Pflanzen, zu denen sie lange gerechnet wurden, sesshaft, können jedoch mangels Grün keine Photosynthese betreiben. Daher müssen sie sich wie Tiere durch die Aufnahme organischer Substanzen ernähren, die sie jedoch in gelöster Form aus der Umgebung aufnehmen. Nach heutiger Kenntnis sind die Pilze näher mit den Tieren als mit den Pflanzen verwandt. Ich erkläre hiermit das Jahr 2021 zum Jahr des Fliegenpilzes, denn es war insgesamt ein eher feuchtes Jahr, was dem Fliegenpilz sehr gefällt. Bis heute waren es beinahe 100 dieser wundervollen Wesen, die mir auf meinen Spaziergängen in diesem Jahr förmlich in die Tasche sprangen. Natürlich kann man den Pilz getrocknet kostspielig im Internet als Räucherwerk kaufen. Allerdings trägt dieser dann nicht deine höchst eigene Information, die durch das freudige, glückselige Abernten, das liebevolle, vorsichtige Waschen, Schneiden und schonende Trocknen auf ihn übergehen, um ihn dann zur Tinktur und als aufgesetzten nach Hildegard von Bingen wirkungsvoll genau auf dich abgestimmt verarbeiten zu können. Mir dient dieses wundervolle Königskind Amanita muscaria bereits schon seit Jahren sowohl zur Linderung von Hautirritationen durch äußere Einreibung, zum Beispiel der Pferde, zur deutlichen Verbesserung des Sommerexemes, als auch seit meiner Erkrankung 2019 zur effektiven Regenerationsoptimierung durch Einnahme für einen tiefen und überaus erholsamen Schlaf, denn ich habe seither keine krankheitsbedingten Schlafstörungen mehr. Eine bakterielle Borreliose kann damit eingedämmt und deren Spätfolgen nach meiner Erfahrung deutlich vermindert werden. Dies kann und darf ich behaupten, da es mich ja selber betrifft. Diese Wesenheit produziert sogar wissenschaftlich nachgewiesen ein Biotikum. Vielmehr ist es jedoch ein hochwirksames Penicillin, die sogenannte Urform des dann von der Pharma nur künstlich hergestellten Antibiotikums aus der leider mehr und mehr abgedrifteten Medizin, heute deutlicher denn je. Der Begriff Medizin stammt übrigens von den Medicini, die im Jahr 1302 in Bologna erstmals eine Leiche seziert hatten. Und auch ansonsten bin ich inzwischen der Meinung, dass die heutige Medizin mit der Pharmaindustrie im Gepäck mehr und mehr der häufigste Verursacher von Leichen ist. Man möge mir meine Meinung und Ironie
diesbezüglich verzeihen. Textauszug aus dem Deutschen Ärzteblatt, Heft 38 vom 20. September 2002. Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch, physikalisch als auch psychisch für den Experten therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um gesund leben zu können. Das gelingt im Bereich der körperlichen Erkrankung schon recht gut. Im Bereich der psychischen Störung aber noch besser, zumal es keinen Mangel an Theorien gibt, nach denen fast alle Menschen nicht gesund sind. Fragwürdig ist die analoge Übertragung des Krankheitsbegriffs vom Körperlichen auf das Psychische. Zitat eines Mediziners: Festgestellt werden kann, dass die Schulmedizin weder den Kranken noch den noch nicht Kranken zufriedenstellend hilft. Meiner Beobachtung nach werden lediglich akute Probleme festgestellt und behandelt, jedoch ohne diesen tatsächlich auf den Grund zu gehen. Des Weiteren ist bekannt, dass er, der Fliegenpilz, mehr als nur ein wenig zur effektiven Aktivierung, Fütterung der Zirbeldrüse beiträgt, die, wie viele wissen, unter anderem maßgeblich für die Produktion von Melatonin, das Schlafhormon, und Serotonin, das Glückshormon, zuständig ist, weshalb der Fliegenpilz wohl auch hinlänglich als Glücksbringer nach wie vor weltweit bekannt und berüchtigt ist. Außerdem kann und konnte ich feststellen, dass ich in der Zeit der Einnahme unglaubliche Ideen und Lösungen für Probleme sprichwörtlich im Schlaf erhielt, die ich oftmals sogleich morgens nach dem Aufwachen eilig niederschrieb und die mich zunächst doch sehr verwunderten, bis ich dazu auch diverse Quellen fand, die den Fliegenpilz als Problemlöser und Ideengeber beschrieben. Allerdings kann ich dafür nur meine höchst eigene Erfahrung mitteilen, denn wie sonst sollte ich es beweisen? Doch den Beweis der Beweise zitiere ich hier aus der Schlachterbibel, der Sündenfall. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Zitat Ende. Hier stellt sich vielleicht nicht nur mir die berechtigte Frage, ob Gott und die Schlange nach den unzähligen Bibelübersetzungen und Fälschungen eventuell einem Rollentausch unterzogen wurde, so wie wir dies auf allzu vielen Ebenen in diesem Weltspiel inzwischen erkennen können. Lege am besten immer den Spiegel an. Und ob mit der Frucht des Baumes aus der Mitte nicht vielmehr die Birke oder Fichte gemeint war, unter der der Fliegenpilz so gerne wächst, da er mit ihnen in einer Art Symbiose lebt. Zitat aus World Wide Web: Fliegenpilze zum Beispiel lieben Birken und Fichten. Und Birken und Fichten wachsen besser, wenn sie Pilze wie den Fliegenpilz in ihrer Nähe haben. Der Fliegenpilz nimmt die organischen Stoffe des Baumes und seiner Umgebung auf und ermöglicht ihm im Gegenzug eine verbesserte Aufnahme von Mineralstoffen und Wasser aus dem Boden. Weitere deutsche Namen für den Amanita muscaria, den Fliegenpilz, sind auch Fliegenschwamm oder Rabenbrot, Narrenschwamm oder Glückspilz. Bezeichnungen in anderen Kulturen, zum Beispiel
im Spanischen der Donnerkeilpilz und da schau an, in Afghanistan Augenöffner. Nomen et omen fällt einem dazu sogleich ein, denn schon in der Paradiesgeschichte der Bibel war ja für jeden leicht nachzuschlagen die Rede vom Baum, vielmehr ja von der Frucht, dem sogenannten Apfel der Erkenntnis und Weisheit. Die verbotene Frucht der Weisheit. Zitat überliefert aus dem Alten Testament der Bibel. Alle runden Früchte hat man früher als Apfel, in Klammern Liebesapfel, bezeichnet. Auch ein Zitat von Frau Dr. Claudia Müller-Eberling. In der Edda ist Midgard gleichbedeutend mit Germanien, also erneut ein Hinweis auf das Paradies in Germanien. Die verbotene Paradiesfrucht heißt hebräisch Tapu, übersetzt eine nicht zu berührende Frucht. Zitat aus dem Buch von Franz von Wendrin. Unsere Vorfahren wussten noch um die magischen Kräfte des Fliegenpilzes, Amanita muscaria. Er wurde von unseren Ahnen nicht nur verehrt, sondern bewusst beim rituellen Baden unter anderem als Stimulanz verwendet. Er wurde zur Bewusstseinserweiterung genutzt, um so leichter zu Problemlösungen zu gelangen. Man verzehrte ihn und braute ebenso Getränke aus dem Fliegenpilz. Er wächst bevorzugt unter Kiefern und Birken, die Bäume der Erkenntnis. Aber weiter mit Fakten und Tatsachen zum Königskind. Die Ibotensäure im frischen Pilz verwandelt sich beim Trocknen in Muskimol. Die Ibotensäure ist es, die unverträglich sei, so heißt es. Man behauptet ja sogar sehr giftig. Siehe hier, wie gefährlich sie wohl ist, denn Wildtiere, deren Urinstinkte noch intakt sind, knabbern den König der Pilze oft schneller an, als man ihn sammeln kann. Welche Tiere? Der Fuchs, Dachs, Marder, Hasen, Kaninchen, Eichhörnchen, Mäuse, Vögel, Rehe, Schweine, diverses Gewürm, Käfer, Schnecken und viele mehr lassen sich den Fliegenpilz schmecken. Angeblich, so wird fabuliert, da sie im Gegensatz zu dem ach so besonders unfähigen Menschlein ein Enzym hätten, welches die giftige Substanz des Pilzes sogleich im Körper fermentieren und verstoffwechseln könne und sie im Körper in ungiftige Moleküle umwandeln würde. Ich sehe das ganz anders. Meiner jahrelangen Beobachtung nach fressen die meisten Wildtiere den Fliegenpilz eher nicht maßlos. Denn ich habe durchaus immer wieder Knabberspuren an so manchen Fliegenpilzen erkannt. Vermutlich von Hasen oder Eichhörnchen etc. Manchmal sogar von Vögeln, die gewiss den ganzen Pilz auf der Stelle hätten fressen können, es aber nicht taten, da sie natürliche, intelligente Fressinstinkte haben. Andererseits haben zum Beispiel die Raubtiere, so wie auch unsere Haustiere, als Beispiel der Hund, sehr robuste Magensäfte, da diese ja selbst Knochen etc. zersetzen müssen. Der Fuchs auf dem Foto wird sicher den ganzen Pilz verspeist haben, da ihm die Ibotensäure nichts ausmacht. Dabei kommt mir meine 12 Jahre lange Erfahrung mit Chlordioxid in den Sinn, welche aus den Komponenten Natriumchlorid und einer Salzsäure oder Zitronensäure in einer chemischen Reaktion dann das wertvolle Chlordioxid entstehen lässt. Da ist es nämlich so, dass dosiert man das eher unter der Bezeichnung MMS bekannte Chlordioxid, bei oraler Einnahme zu hoch, kommt es oft und sehr überraschend und sehr rasch, zu Übelkeit, einhergehend mit vielleicht sogar Erbrechen und Durchfall. Dies resultiert dann ebenfalls nicht aus einer Vergiftung, sondern aus der darin enthaltenen Säure, so wie die im frischen Pilz enthaltene Ibotensäure. Hunden macht das kaum etwas aus, wenn leicht überdosiert wird.
Pferde hingegen schon. Sie sind so wie der Mensch empfindlicher. Darum benutze ich und stelle ich bereits seit Jahren das verdampfte Chlordioxid her, genannt CDS oder CDL, da die Säure durch den Verdampfungsprozess reines Chlordioxid ohne Säurerückstände erzeugt, welches sehr gut verträglich ist. Aber dies nur zu der Gifttheorie sowohl des Fliegenpilzes als auch zu dem von den Medien zerrissenen und hochgefährlichen MMS-Chlordioxid. Schlau wie der Fuchs, der in dem Weltspiel als Werbeträger vermitteln soll, dass es überaus schlau und intelligent sei, mittels deren fiktiven Geld einer Bausparkasse auf den Leim zu gehen. Ibotensäure hat nach vielen Aussagen aber wohl auch eine geringere Wirkung als das Muskimol. Werden große Mengen, mehr als 10 frische Pilze, verzehrt, zeigen sich nach allgemein zugänglichen Quellen dann wohl klassische Symptome einer Vergiftung. Wir alle kennen den Spruch, die Dosis macht das Gift. Nach 10 Tafeln Schokolade dreht sich einem selbst ohne Säure auch der Magen rum. Ist Schokolade nun giftig? Und siehe da, bis heute ist kein einziger Fall bekannt, bei dem Fliegenpilze alleine den Tod eines gesunden Erwachsenen verursacht hätten. Die Völker Sibiriens hingegen nutzen ihn auch heute noch. Sie sammeln die Pilze im Sommer, essen ihn sogar roh und oder legen ihn in Wasser ein und trinken den Sud. In deutschen Sagen tranken die Zwerge das Regenwasser, das sich im Hut des Pilzes sammelte. Anmerkung: der heilige Gral. Dieses Wasser nannte man bezeichnenderweise den Zwergenwein. Aber auch als der Glücksbringer, in dem die Zwerge wohnten, ist der Fliegenpilz weltweit als Symbol auf Wunschkarten etc. zu finden. Frage: wie geht denn das zusammen, wo er, der Fliegenpilz, doch ach so giftig und gefährlich ist? Seit Donald Pfister, ein Biologe an der Universität von Harvard, meint, der Weihnachtsmann in seinem rot-weißen Gewand sei vom Fliegenpilz inspiriert, unter anderem von Fliegenpilzen, die Schamanen bzw. Priester heidnischer Kulturen zum Fest der Wintersonnenwende bei sich getragen hätten. Hier an dieser Stelle empfehlen wir sehr gerne den wirklich tollen Kanal von Die Zuversicht und speziell hierzu den Beitrag von Flo, Jesus, Weihnachtsmann, Mitra, Magic Mushrooms von vor 5 Jahren. Anmerkung: selbst die roten Kugeln am sogenannten christlichen Weihnachtsbaum lassen nämlich durchaus die Erkenntnis zu, dass damals von unseren Vorfahren die gesammelten Fliegenpilze auf die Äste der Tannen zum schonenden Trocknen ausgelegt wurden. Zitat Ethnologe Christian Rätsch: der Fliegenpilz erscheint nur einmal im Jahr, ebenso wie der Weihnachtsmann. Der Fliegenpilz entsteht mythologisch in der Zeit der Wintersonnenwende. Der Weihnachtsmann kommt zum Mittwinter. Die Bezüge zum ekstatischen Himmelsgott Wotan teilen beide. Und beide alle Jahre wieder. Aus PharmaWiki, Zitat: der Fliegenpilz wird als Halluzinogen, als Rauschmittel, als Entogen und nach dem Kochen in einigen Regionen auch als Lebensmittel verwendet. Aus krautjunker.com, Zitat: Kurzbeschreibung der medizinischen Wirkung und Einsatzgebiete. Äußerlich bei Rheuma und Gelenkschmerzen. Zur Behandlung von Geschwüren, Wunden, krebsartigen Veränderungen der Haut. Gegen Epilepsie und Lähmung. Zur Behandlung von Durchfällen. Bewusstseinsverändernd. Die medizinische Verwendung. In Finnland wurde die alkoholische Tinktur aus dem Pilz zur äußerlichen Behandlung von Prellungen und Stauchungen verwendet. Zur Herstellung wurde die rote Huthaut des Fliegenpilzes für einige Tage in Wodka eingelegt.
Die innerliche Verwendung kleiner Mengen lindert Kopf- und Magenschmerzen. In Sibirien wurden mit dem Kaltwasserextrakt die Beine bei Schlangenbissen massiert. Einige nordamerikanische Indianerstämme wie die Cree nutzen den Fliegenpilz für Spülungen bei Infektionen der Augen. Aus Sibirien stammen Berichte zur innerlichen Verwendung des Fliegenpilzes bei psychosomatischen Erschöpfungszuständen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde er sowohl als Hausmittel als auch als ärztlich verordnetes Medikament, unter anderem innerlich gegen Epilepsie und Fieber und äußerlich gegen Fistelgeschwüre genutzt. Unter dem Namen Fungus muscarius war er sogar offiziell, also Bestandteil des Arzneischatzes. In der Homöopathie ist Agaricus muscarius noch heute ein Mittel gegen Beschwerden des gesamten Nervensystems, Brems 1995. Er wird als homöopathische Potenz D4, D6, D30 und D200 entsprechend dem Arzneimittelbild unter anderem gegen Beschwerden der Wechseljahre, Übererregbarkeit sowie Blasen- und Darmkrämpfe durchaus mit Erfolg verwendet. Es gibt einzelne Hinweise, nach denen es durch die Einnahme des homöopathischen Mittels zu einer Besserung der Parkinson-Symptome kommt. Alle homöopathischen Zubereitungen sind zwar apothekenpflichtig, aber nicht verschreibungspflichtig, nicht einmal die Urtinktur. Weder das Sammeln noch das Konsumieren des Fliegenpilzes ist illegal. Waldschmidt 1992 beobachtete bei seinen Patienten nach der Einnahme der Urtinktur eine Intensivierung des Traumerlebens. Negative körperliche und psychische Begleiterscheinungen blieben offenbar am nächsten Tag aus. Es gibt Berichte, nach denen Rentiere bei Verdauungsproblemen ebenfalls den Fliegenpilz fressen. Neben diesen rein physischen Anwendungen spielt der Fliegenpilz seit Urzeiten eine überaus bedeutsame Rolle in den Heilritualen der Schamanen überall auf der Welt. Der Pilz half ihnen dabei, neben den rein körperlichen auch die geistig-seelischen Ursachen für eine Erkrankung zu suchen, zu finden und rituell zu überwinden. Erst langsam kehren wir wieder zurück zu dieser ganzheitlichen Sichtweise und müssen anerkennen, dass vieles, was wir lange belächelt haben, den Menschen heilt und wieder ganz macht. In Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis, Folge Band 2, vollständig überarbeitete Auflage 1998, finden sich Monographien zu Amanita-Arten, die ich hier jetzt nicht alle aufzählen werde. Offenbar wird der Pilz noch immer medizinisch eingesetzt. Beispielsweise verwendet man ihn in Sibirien, in Novosibirsk, gegen verschiedene Krebserkrankungen, Drüsenerkrankungen und Rheuma. Dem Autor liegen Schilderungen zu einer erfolgreichen innerlichen Verwendung des alkoholischen Pilzauszuges bei pfeifrischem Drüsenfieber vor. Niedrig dosiert ruft die Anwendung keine bewusstseinsverändernden Effekte hervor. Es wird aber von einer stimmungsaufhellenden Wirkung berichtet. Äußerlich hilft die Anwendung bei Rheuma. In Litauen wird der Pilz für Einreibungen bei Gelenk- und Rückenschmerzen verwendet. Hierfür werden 3 bis 4 Fliegenpilzköpfe zunächst 2 Tage im Kühlschrank gelagert, dann kleingeschnitten, in ein Glas gegeben und fingerbreit mit Wodka aufgefüllt. Der Ansatz verbleibt für 2 Wochen im Kühlschrank. Anschließend werden die Pilze entfernt. Schmerzende Gelenke soll man damit regelmäßig einreiben. Auf vorsicht.de, dort finden sich auch eine Anleitung zur Herstellung von Tinkturen. Fliegenpilz-Tinktur ist ein klassisches Rezept, wie es zum Beispiel in Ostpreußen verwendet wurde. Es kann unter anderem eingesetzt werden bei Drüsenschwäche, Erschöpfung, pfeifferschem Drüsenfieber,
Schmerzzuständen, Schwindel, Störungen der Nerven und der Gehirnfunktion, Übererregbarkeit, Nervöse. Aus dem Römp-Lexikon Lebensmittelchemie, zweite Auflage, Seite 108. In dieser Ordnung finden sich auch einige Antibiotikumproduzenten, darunter der Fliegenpilz. Amanita, Muscaria, Muscarin. Anmerkung: Ganz sicher produziert ein so mächtiges Wesen wie der Fliegenpilz kein Antibiotikum. Vielmehr ein sehr wirksames Biotikum, besser noch zu nennen ein wahrhaftiges Penicillin. Denn kein Gotteswesen ist tatsächlich anti, gegen die Natur ausgerichtet. Diesen Part überlässt sie eher den Quacksalbern in der Fiktion Welt. Eine Frage, die mir sofort, wenn ich von meinen Recherchen und Erfahrungen hier berichte, gestellt wurde: Warum wird so eindringlich vor dem Pilz gewarnt, wenn es doch stimmen sollte, dass er nicht gefährlich ist, sondern sogar im Gegenteil den Menschen so viel Gutes bringen kann? Darauf gibt es eine kurze und knappe Antwort. Was die herrschende Kaste in keinem Fall braucht, sind vollständig gesunde und schlaue Untertanen, die dann ja auch sicher keine mehr wären. Was in aller Welt braucht es also? Kluge, weise Menschen? Ja, allerdings nicht für die Herrscher, womit sich die Propaganda gegen alles, was nützlich und wertvoll ist, wieder einmal selbst entlarvt. Aber so wie das auch in Märchen üblich ist, kommt ganz am Schluss die, ja, Auflösung, beziehungsweise die Moral von der Geschichte. Kurz, glaube deren Propaganda nicht. Damit wäre schon alles gesagt, könnte man meinen, doch weit gefehlt. Das Wort Märchen ist bekanntermaßen eine Verkleinerungs-Verniedlichungsform von Meere. Laut verschiedener Lexika bedeutet Meere wohl Kunde, Nachricht, aber auch noch viel treffender Wunschbotschaft. Wie immer folgte ich dem roten Faden und gelangte, wie sollte es anders sein, zu folgendem traditionellen Sprichwort: Alle Wege führen nach Rom. Siehe dazu auch unsere Beiträge: Wer verfolgte die Hexen? Rom satanisierte die Teufel? Rom, wer brachte wem die Kultur? Und Rom, dein Job bei der Kirche. Die Organisation, welche allen sogenannten Staaten, Religionen, Unternehmen in der Welt vorsteht, ist die ach so menschen- und vor allem ja kinderliebende römisch-katholische Kirche. Diese hat so viel mehr Leichen im Keller, als man sich dies auch nur in den schlimmsten Albträumen vorstellen könnte. Natürlich musste mir zu meinen Recherchen zum Fliegenpilz auch wieder diese Sekte in die Quere kommen. Wie sollte es auch anders sein? Ich fand und las vor einiger Zeit schon das Buch »Der Geheimkult des heiligen Pilzes«. Der Geheimkult des heiligen Pilzes. Der Wissenschaftler John Marco Allegro, 17. Februar 23 bis Februar 1988, war ein britischer Linguist. Er studierte an der Universität of Manchester semitische Sprachen und in Oxford hebräische Dialekte. Sein Lebenswerk war unter anderem die Auswertung der Schriften aus Qumran. Mit seinem Buch »Der Geheimkult des heiligen Pilzes« aus dem Jahr 1971 entlarvt er das Christentum als einen geheimen Pilzkult, was ihn nicht nur bei der römisch-katholischen Sekte und all den daraus entsprungenen Religionen offenbar sehr beliebt machte. Er wurde dann punktgenau zu seinem 65. Geburtstag verstorben. Todesursache unbekannt. Als weiterer Beleg für die Brisanz für die von Allegro veröffentlichten Recherchen, es wurde sogar ein Minibuch zu seinem Buch geschrieben, um seine längst öffentlichen Erkenntnisse doch noch im Keime zu ersticken.
Der Titel: Verschlusssache Jesus. Was nicht nur stark anmutet wie eine Rechtfertigung für die Existenzgrundlage der heiligen Kirche, für ihre Person, Fiktion, Jesus. Aus dem Buch sinngemäß bezogen auf Korinther 1,22: Fantasievolles Spiel mit Worten, Synonym für den heiligen Pilz der gekreuzigte Jesus bzw. der gekreuzigte Christus und Stein des Anstoßes, griechisch Skandalon, ursprünglich Riegel. Der Fliegenpilz wurde damals als Riegelpflanze bezeichnet. Das Christentum hat es unter verschiedenen Namen damals schon seit Jahrhunderten gegeben. Die krasseste Ketzerei trug also den Sieg davon, arrangierte sich zunächst mit den weltlichen Gewalten und wurde zu unserer heutigen Kirche. Untertitel des Buches: Rauschgift als Ursprung unserer Religion. Kult und Gott, Götter unserer Ahnen, war Mutter Natur, und so erschließt sich die Verehrung des Königs der Pilze, Amanita muscaria, als der Schlüssel zu Weisheit und Erkenntnis. Fazit: Und die Moral von der Geschichte: Glaube deren Lügen nicht. Das Glück, die Gesundheit und die Weisheit liegen zu unseren Füßen. Man muss nur den Verstand und die Augen öffnen, sich wieder mit der Natur verbinden und ihre Gesetzmäßigkeiten neu begreifen. Und vielleicht muss man sich dafür auch etwas bücken. Wir freuen uns sehr, dass du diesen Beitrag bis zuletzt aufmerksam verfolgt hast. Ebenso freuen wir uns sehr über eine Bewertung für unsere Mühe und das Verteilen dieses Beitrages. Auch das Herunterladen und Verteilen auf deinem Kanal mit Angabe zur Quelle ist erwünscht und gestattet. Solltest du unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann bitte hol dies nach und betätige auch die Glocke, damit du bei einem neuen Beitrag umgehend informiert wirst. Danke. Musikfrei von Markus vom DWR und Wegesmut-Team. Sprecher Monika und ich, der Filius von Monika, gerufen Merlin. Verfassung, Zusammenstellung von Text und Erstellung, Video Monika. Fotos und Filme, eigene und Pixabay. Besucht auch unsere Seite www.wegesmut.de. Wenn du uns für unsere Arbeit einen Energieausgleich dalassen möchtest, kannst du dies unter dem Beitrag mit einem Klick schnell und unkompliziert tun.